Kommen wir zu den Gastronomies. Ein selbst hergestellter Hefeteig, per Hand auf Holzrollen gewickelt und anschließend vor Ort im Ofen goldgelb gebacken, das sind die Baumschnitzel von Petra, Winter Triska und Wilhelm Triska, die es dieses Jahr erstmals auf der Wiesn gibt. Man sieht sie in verschiedenen Geschmacksrichtungen, das ist für jeden, was der Reise messert, Kokos, Kakao, Zucker und Zimt, Mandel oder Mohn. Dann gibt es einen Wechsel im Gastronomiebereich, der Ihnen allen schon hinreichend durch Interesse bekannt ist. Herr Johreiter, den ich vorher schon begrüßt habe, strebt eine genussvolle Fortsetzung der ehemaligen Karlskugel mit seiner Karlsbraterei am bekannten Ort an. Brotzeiten und auch Feinschnittgerichte rund um das Kalb stehen ebenso zur Auswahl wie täglich nach guter Münchner Tradition ein Weißwurstessen von 10 bis 12 Uhr, weil die Weißwurst des Zwergeleiten natürlich hören dürfen. Bis 17 Uhr gibt es unverstärkte Wirtshausmusik. Dann haben wir als nächstes im Gastrobereich den Marstall. Seit 1984, als das Weinzelt sich neu in den Reigen der Festhalle eingefügt hat, steht heuer wieder eine neue Festhalle auf dem Oktoberfest der Marstall. Und Sie sehen jetzt hier von den 3500 Sitzplätze umfassenden Festzelt die Quadriga, die über den Eingang wohnt und zur Leitmotive jetzt auch. Noch einmal die Zeitung, Herr Spindler. So sieht die Fassade aus, so wie erleben der Fassade vom neuen Festzelt-Marschstall aus. Wenn es ein bisschen einem Karussell ähnelt, hier also auf dem Bild rechts von Ihnen aus sehen, da gibt es ab 12 Uhr bayerische Volksmusik und um 18.30 Uhr gleichen sich mit dem Dance Münchner Sitra und die Oberbayern und auch im Garten mit rund 900 Sitzplätzen wird ein Spaten-Festbier ausgeschickt.